geht es. Du wirst jetzt in den Raum kommen mit den neuen Fratzen. Und hier haben wir die Ecke noch nicht aufgedeckt, aber hier ist auch nichts. Da ist nur ein Durchblick. Karte. Und zwar der Durchblick in den Raum, wo wir nicht reinkommen. Ah, genau, wir können da unten gucken, ob das ein Dämonengesicht war oder nicht. Für unsere Zahlentheorie. Westen, Süden. Jo, ist ein Gesicht. Okay, also wir haben eine 1, wir haben eine 9, wir haben eine 2 und wir haben eine 2, 1, 9, 2. Ja, das muss doch reichen. Teleportieren wir uns zum Eingang zurück. Hier, zaubern. Talana, Bewegung, Transversalis. Haben wir noch ein anderes lohnendes Ziel? Da kommen wir nicht hin. Nö. Also gehen wir dahin. Obwohl, warte mal, wir können uns direkt auf die Treppe teleportieren. Mal gucken, was dann passiert. Transversalis Teleport. Na, dann ist die Treppe. Ja, es passiert gar nichts. So, kommt näher, ich höre euch schlagenden Herzen. Wo das Dunkel regiert, verhallen Schreie ungehört. Okay, stopp. Zwei. Oder da ist ein Loch. Das heißt, da war mal eine Statue. Vielleicht ist es eine 3. Sagen wir mal 3. 3, 1, 2, 4, 6, 8, 9. Also 3, 1, 9, 2. Kurz aufschreiben. 3, 1, 9, 2. Und das jetzt in jeder Kombination einmal durchprobieren. Weiß ja nicht. Oh, Moment mal. Wir haben gerade einen tierischen Fehler gemacht, was Astralenergie angeht. Wenn wir hier die Zahl eingeben. Genau. Wenn wir hier im Osten die Zahl eingeben, haben wir einfach nur eine Verbindung hierher. Die Tür wird aufgeleitet und das war's. Das wäre also der normale Weg gewesen. Wir haben aber hier einen kleinen Sprung gemacht durch ein Rattenloch und konnten dann das Ganze von hinten aufräumen. Das heißt, wir müssen diese Tür gar nicht öffnen. Jedenfalls nicht wirklich. Aber wo geht's dann weiter? Das ist wohl eher die Frage. Was war hier hinten? Da. Ah, die schöne Astralenergie. Also, probieren wir kurz mal rum. 3, 1, 9, 2. Ihr hört ein höhnisches Lachen. Okay. 1, 3, 9, 2. Er scheint seinen Spaß zu haben. Okay. 9, 1, 2, 3. Oh, vielleicht 1, 2, 3, 9. Was haben wir noch? 9, 3, 2, 1 und 9, 3. Macht euch die Tafel zunutze. Was? Macht euch die Tafel zunutze? Ihr vernehmt ein höhnisches, körperloses Lachen, das sich durch das Gewölbe zieht. Nach kurzer Zeit spricht eine Stimme aus dem Nichts. Macht euch die Tafel zunutze, Prämbuttnasen. Die Tafel? Ja, stimmt eigentlich. Wir sind ja, also wir kommen die Treppe hier runter und wir sehen eigentlich nur diesen Bereich hier. Von diesen ganzen Böppels wissen wir ja gar nichts. Also wenn wir nicht gesprungen wären. Okay. Die sind es also nicht. Tafel. 2, 3, 2. Es sind 4 Stellen. Es sind 3 Zeilen.
jetzt. So, jetzt wie viele Buchstaben Alphabet es ist und alles zusammenzählen und das wird dann irgendein vierstelliger Wert? Wohl kaum. Kommt näher, ich höre eure schlagenden Herzen. Das ist die einzige Tafel, die hier ist. Punkt, Punkt, Punkt. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Zwei, drei, zwei. Vielleicht zwei, drei, zwei, zwei, drei, zwei, zwei, drei, zwei, zwei, drei und so weiter. Also einfach nur die Folge von zwei auf drei. Zwei, drei, zwei, drei. Macht euch die Tafel zu nutzen. Ja. Okay, drei, zwei, drei, zwei. Macht euch die Tafel zu nutzen. Vielleicht die roten Böppels an den Ecken? Das sind zwar nur Nieten, aber hey, es wären vier. Es sind immer noch sieben. Also vier, sieben? Nee, komm. Das lassen wir einfach. Also, wir gehen davon aus, dass wenn wir das Richtige eingeben würden, was auch immer das ist. Eins, zwei... Guck mal, dann suchst du den Gesichtern. Westen. Dämon. Die sehen alle gleich aus. Ah, sehen alle gleich aus. Ist hier irgendwo eine Geheimwand? Also ja, da ist ein Loch im Boden. Das heißt, wenn dann eventuell eine dritte Statue da. In das Loch konnten wir nicht runter, wir konnten gar nichts machen. Also sie kann ihren Stab bestimmt auch nicht benutzen. Nee. Normalerweise kriegen wir auch irgendein Fenster, das dann fragt, ob wir uns abseilen wollen oder so. Und Fake-Mechanismus. Nö, nee. Keine Geheimwand. Aber ja. Ist egal, wir wissen ja, wie man dahinter kommt. Nämlich hier rum. Das heißt, das Ganze mit Zahlen müssen wir nicht mehr machen. Wir müssen nur irgendwie entweder hier hinkommen, obwohl wir uns da nicht hin teleportieren können und die Gitter kriegen wir auch irgendwie nicht auf. Oder wie man hierher kommt. Da haben wir die nördlichen Dinger da schon ausprobiert. Also könnten wir höchstens noch hier vielleicht einen Weg nach oben finden oder da zur Seite. Also müssten wir jetzt wieder teleportieren. Talana, Bewegung, Transversalis. Und zwar da oben hin, wir versuchen nach Osten zu kommen. Wir können ganz sicher nicht hier hin. Ja. Okay, ganz oben, wir versuchen nach Osten zu kommen. Transversalis Teleport. So. Dämonensex. Wir kommen hier nicht durch. Okay. Weiter. Hier kommen wir auch nicht durch. Mehr Dämonensex. Die Regalhügel zerstören. Ja. Okay. Weiter versuchen nach Osten zu kommen. Vielleicht kann man ja irgendeins von den Dingern verschieben oder so. Nee. Und langsam geht uns der Weg nach Osten aus. Oh! Oh, 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 oh. Ach, Mist. Den kannten wir schon. Okay, dann halt von hier nach Norden. Norden. Bitte, bitte, bitte. Ich will hier irgendwo durch. Nö. Teleporter. Ja, gut. Und wir sind... Ha. An derselben Stelle, wo wir reingesprungen sind. Sauber. Wir wollten nie dahin. Also nach Süden.
Osten, Süden. Nordwand abklappern. Nirgendwo ein Weg. Ich glaube, hier ist schon langsam kein richtiger möglicher Weg mehr nach da, wo ich gerne hin will, oder? Doch, hier ist noch einer. Aber hier waren wir, glaube ich, schon mal alles abgegangen. Also die Nordwände. Und mal kurz zurück. Zurück. Und hier die Nordecke. Und da hinten auch noch. So. Wand zur Linken. So, Nordwand. Geht nicht durch. 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 Nö. Oh. Geht durch. Ja. Schön, dass wir immer wieder Geheimwände finden, die uns nichts bringen. Komm schon. Ja. Wo das Dunkel regiert, verhallen Schreie ungehört. Oh, warte mal. Silenzium? Das ist spurlos, tritt los. Mayalen. Silenzium. Silentite. Gruppe aufteilen. Jetzt ist dunkel. Geht jetzt irgendwo was auf? Nein, nicht so wirklich. Das ist nur zappenduster. Ja, okay, zurück zu Talana. Nicht, dass wir sie noch irgendwo hier zurücklassen. So. Ah, da gab es doch bestimmt noch irgendwas Zaubertechnisches. Schmelze? Nee. Dunkelheit. Warum? Kann nur im Kampf verwendet werden. Wo das Dunkel regiert, verhallen Schreie ungehört. Ist das überhaupt ein Rätsel oder gehört das nur zu der Propaganda? Die Wand da sieht komisch aus. Also die nördliche Wand hat den Schriftzug und da ein Durchgang in der Wand. Sehr schön. Endlich. Noch eine Fratze und ein Kampf. Nein. Du machst das nicht normal. Fulmen Tekeda. Genau. Du Randa. Ganz schnell ran da. Du genauso. Du sicherst. Du auch. Die Krieger müssen uns ja eigentlich schaffen. In den drei Runden. Ran. So. Sichern. Angriff. Kaputt. Na komm schon. Kaputt. Also, guter Treffer. So. Also, neue Dämonenfratzen. Ja, stellt offensichtlich eine Art Dämon dar. Und eine anders aussehende Dämonenfratze. Diese Statue ist noch eine recht einfache Arbeit, aber es ist dennoch eindeutig zu erkennen, dass sie den Gott ohne Namen darstellt. Die Säule könnte wichtig sein. Sie steht irgendwie im Weg. Okay, alle Wände einmal abgehen. Nee. Ja, ist der Namenlose. Ist okay.
die Wand einmal abgehen. Ja, weitersuchen. Und es öffnet sich ein Durchgang. Warum öffnen sich die plötzlich alle? Wir haben die ganze Zeit welche gesucht. Und jedes Mal war es ein Fehlschlag. Und jetzt geht's immer wieder. Das ist echt komisch. Aber gut, ich will nicht meckern. Wir kommen gut voran. Das ist schön. Zaubern, Hirn, Heilung, Balsam, Jallen, 10. Balsamum. So. Müssen uns ein wenig weniger Gedanken machen. Und jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zu speichern. Also sehen wir uns gleich wieder.